Ja, hallo, liebe Studierende des zweiten Semesters der Studiengänge Bau- und Umweltingenieurwesen sowie Wirtschaftsingenieurwesen. Aufgrund der Corona-Krise versuchen wir, den Lehrbetrieb mit Online-Videos aufrechtzuerhalten. Übungen sind ja eigentlich sehr interaktiv, deshalb ist das mit Videos natürlich nur eingeschränkt umsetzbar. Es ist so, dass ich versuche, zu jedem Thema erstmal eine Aufgabe vorzurechnen. Danach ist es natürlich ganz wichtig, dass Sie selber rechnen. Das heißt, dass Sie die folgenden Videos, die zu den gleichen Themen erstellt sind, erst anschauen sollten, nachdem Sie tatsächlich selber versucht haben, die Aufgaben zu rechnen. Falls durch die einzelnen Videos mal irgendwann eine Frage nicht vollständig beantwortet worden ist, dann schreiben Sie einfach in den Kommentaren und ich versuche das dann in den Kommentaren oder dann mit einem zusätzlichen neuen Video die Frage zu beantworten. Das kommt immer darauf an. Ja, das ist jetzt der erste Durchlauf mit Lernvideos. Deshalb bin ich natürlich für jeden Verbesserungsvorschlag dankbar, der so kommt. Und das genug zum Vorwort. Jetzt legen wir los mit Übungsblatt 1. Wir haben hier erstmal einfache Integralberechnungen. Und es geht hier darum, erstmal die Menge aller unbestimmten Integrale zu bestimmen. Die Lösungen sollen mit Tafeln der Grund- und Stammintegrale gelöst werden. Die finden wir hier in der Formelsammlung bei mir Seite 149. Bei Ihnen könnte es leicht versetzt sein. Das sind so die Integrale, die man in den Grund- oder Stammintegralen finden kann. Ja. Und jetzt schauen wir uns die Aufgabe A1, also das Integral 1 durch 2 mal Wurzel x an. 1 durch 2 mal Wurzel x, werden wir so in den Integraltafeln nicht finden. Deswegen schreiben wir das Integral erstmal um. Also wir schreiben gleich Integral. Das 1/2 ziehe ich mal raus. Und was kann man noch für Wurzel x schreiben? Man kann ja aus Wurzel x x hoch 1/2 machen. Und dann machen wir im nächsten Schritt. Ziehen wir einmal das 1/2 nach vorne, weil es ist immer so, dass man konstante Faktoren immer vor das Integral ziehen darf. Also haben wir 1/2 mal Integral. Und jetzt überlegen wir nochmal, was war bei x hoch 1/2. Hier war es so, dass wir eine Potenz, die unter dem Bruchstrich steht, auch über den Bruchstrich holen können, indem wir das Vorzeichen des Exponenten drehen. Also x hoch minus 1/2 dx. Und jetzt wenden wir das, was wir hier in der Formelsammlung haben, nämlich das Integral x hoch n dx. Wir erhöhen den Exponenten um 1 und danach teilen wir durch diesen Exponenten. Ja. Also den Exponenten erhöhen wir um 1. Dann wird aus, also das 1/2 schreiben wir erstmal hin, dann wird aus x hoch minus 1/2, wird dann x hoch plus 1/2, ne, minus 1/2 plus 1, 1/2. Und dann teilen wir durch 1/2. Also steht hier 1 durch 1/2 davor. Und dann sehen wir, okay, 1/2 und 1/2 kürzt sich raus. Und die Lösung, dann kommt noch das plus 10, ne, hinten dran. Und dann sehen wir, die Lösung ist hier x hoch 1/2 plus c oder Wurzel x plus c. Ja, das wäre schon die erste Aufgabe. Wie gesagt, wenn Sie die zweite Aufgabe sich angucken, bitte erst versuchen, das selber zu rechnen und danach das Video anzuschauen.